Vergleichaufgabe 867. Normalerweise kennen wir die Anzahl der Fische im Teich nicht und wollen diese mithilfe des Erwartungswertes gut schätzen. Zu diesem Zweck fangen wir 20 Fische, markieren diese und setzen sie wieder aus. Am nächsten Tag, wenn die Fische im Teich wieder gut durchmischt sind, fangen wir 10 Fische und stellen fest, dass darunter 4 markierte sind. Wie viele Fische schätzen Sie im Teich, wenn Sie annehmen, dass genau der Erwartungswert an markierten Fischen gefangen wurde? Ja, wie geht denn nochmal der Erwartungswert? Ja, bitte. Klein n mal groß n durch klein n. So, und jetzt müssen wir wissen, was ist n, m und n. Und dazu hören wir nochmal den Aufgabentext. Normalerweise kennen wir die Anzahl der Fische im Teich nicht und wollen diese mit Hilfe des Erwartungswertes gut schätzen. Zu diesem Zweck fangen wir 20 Fische, markieren diese und setzen sie wieder aus. So, was ist die 20? Ja, bitte. N. Das sind die Anzahl der markierten Fische, völlig richtig. Also nicht das Groß N. Nicht die Anzahl der Fische im Teich, sondern die, die wir gerade gefangen und markiert haben. Bitte weiter vorlesen. Am nächsten Tag, wenn die Fische im Teich wieder gut durchmischt sind, fangen wir 10 Fische und stellen fest, dass darunter 4 markierte sind. So, was ist 10, was ist 4? Ja, bitte. 10 ist klein n und... Das sind die Anzahl der Versuche, die Anzahl der Fische, die wir aus groß n Fischen, von denen 20 markiert sind, weil das waren ja wir. So, was ist jetzt die 4? Nein, das ist der Erwartung, weil wir haben ja angenommen, dass wir genau den Erwartungswert erwischt haben. Ja, das heißt so, und jetzt setzen wir das alles ein. Ja, das heißt, wir setzen das hier ein und das da ein. Dann steht hier 4 ist gleich 10 mal 20 durch n. So, und das lösen wir nach n auf, mal n durch 4. Also ist n gleich 10 mal 20 durch 4 gleich 50. So, und jetzt sollen wir das Ganze verallgemeinern. Also verallgemeinern heißt, wir nehmen jetzt diese Formel und lösen sie nach n aus. Ja, und dann gilt, dass das n, das geschätzte n, gleich n mal m durch e ist. Also das heißt, e ist die Anzahl der Fische, die Sie gefangen haben. Also das ist ja eigentlich kein e, sondern ein k. So, also das heißt, das hier ist die Schätzung. Wenn Sie also nicht wissen, wie viele Fische im Teich sind, fangen Sie welche raus, markieren Sie, schmeißen Sie wieder rein, fangen Sie eine andere Anzahl und dann nehmen Sie Ihre Anzahl durch die Anzahl der Markierten, mal die Anzahl, die Sie wirklich markiert haben. Und das ist dann eine gute Schätzung für die Anzahl der Fische im Teich. Gibt es bei der Aufgabe Fragen? Und jetzt sehen Sie, wie viel